So, okay, das Zinn ist geschmolzen. Sehr gut. Dann können wir hier den Mörtel reinpacken. Muss ich mal gucken, wie viel kann ich denn aus den Nuggets machen? 3 Barren. Drei Barren, jetzt muss ich mal gucken. Was brauche ich für ein Satchel? Satchel. 2 Barren, ja wunderbar. Wolle und Leder. Okay. Dann packe ich das Zinn gerade mal hier rein. Obwohl, komm. Das schmeißen wir gerade wieder hier rein. Genauso wie einen Barren. Aber ordentlich Eis. Eis, ordentlich Eisen. Oh, es wird Abend, ich gehe schlafen. Ich brauche hier auf jeden Fall noch mehr Fackelgedöns. Es ist noch recht duster. Ich werde mir so auf so Straßenlaternen und so machen irgendwann dann. War noch viel zu tun, noch viel, viel zu tun. Was war noch das Problem bei einem kinetischen Dynamo? Was hatte ich dafür noch? Fehlte da der Redstone oder war da noch was anderes? Redstone. Ah ja, doch, das könnten wir vielleicht sogar auch hinkriegen. Okay. Okay. Eins nach dem anderen. Ich mache jetzt erstmal mein Satchel. Das heißt, ich brauche jetzt 3 Leder. Das heißt, ich muss mir 3 Kühe schlachten. Tut mir leid. Kühe. Wo waren denn Kühe? War doch die ganze Zeit irgendwo Kühe, oder? Jetzt finde ich wahrscheinlich wieder keine. Warte mal, ich nehme mir gerade mal die Kohle hier mit. Kohle kann ich nicht verzichten. Da oben ist ein Lama. Du darfst am Leben bleiben, weil du ein Lama bist. Aber ihr seid Kühe, ihr müsst leider sterben. Ja, tut mir leid. 2 Leder, alles klar. 2 Leder. Gib Leder. 2 Leder. Mist. Da ist noch eine. 3 Leder. Alles klar. Waren noch 3 Leder, oder? Satchel. Ah, jedes Mal drücke ich Y. Das gibt's doch nicht. 3 Leder. Genau. Eine Wolle und Ingo. Wolle müsste ich, glaube ich, noch eine haben. Okay. Der Speer hat gerade mal von knapp 2000 Haltbarkeitspunkten 40 eingebüßt. Der wird mich also noch eine Weile begleiten, denke ich mal. So, ich hoffe, ich habe noch Wolle, ansonsten muss ich echt. Obwohl, ich habe. Ah, warte mal, ich habe ja Baumwolle. Ich hätte ja zur Not auch Baumwolle. Aber hier, ich habe noch ein Wolle. Ein Wolle habe ich noch. Ein Satchel! Ja, geil! Gut, der hat jetzt wenig Plätze, aber naja, gut. So ist es halt im Leben. Was braucht man denn für den nächsten? Nochmal Zinn Nugget. Die habe ich gerade eigentlich. Ingwer. Eine Ingwer habe ich nicht. Okay. Man braucht dann immer den. Genau. Man braucht immer den von der nächsten Stufe. Also von der Vorstufe, um den von der nächsten Stufe zu erhalten. Also ich habe jetzt den Basis-Satchel. Um den nächsten zu erhalten, brauche ich den Basis-Satchel und Ingwer und Tin. Um danach den nächsten zu erhalten. Warte mal. Hier gibt es doch noch mehr. Was ist das denn?
Ehrlich? So einfach? Oh Gott, das muss ich mir alles nochmal angucken, was das alles ist, ne? Aber was war das jetzt? Bone Meal! Ach so. Das ist Satchel Hardened, Satchel Hardened. Das ist dann nur eingefärbt oder so, ne? Ja, okay. Nee, vergiss es. Brauche ich also. Ja, okay. Also, um die nächste Stufe zu erhalten, brauche ich also Zinn und Invar. Um danach die nächste Stufe zu erhalten, Invar und Elektrum. Danach die nächste Stufe, Signalum und Elektrum. Danach die nächste Stufe, Enderium und Signalum. Danach die nächste Stufe, Leder. Achso, das ist ein Void. Das ist quasi ein Mülleimer. Ja, das war die letzte Stufe. Alles klar. Okay. Na gut. Es ist jetzt nicht wirklich viel an Platz. Aber es ist okay. Und ich habe ein bisschen Raw Beef bekommen. Den schmeiße ich doch einfach gerade mal in meinen Ofen rein. Ich habe nur keine Kohle mehr drin. Steaks. Gut, die Steaks packe ich einfach mal in den Kühlschrank, würde ich sagen. Und dann, ich glaube, dann würde ich sagen, bin ich fertig für heute. Ich glaube, dann mache ich fertig für heute, ehrlich gesagt. Doch, finde ich gut. Hier haben wir ein bisschen aufgeräumt, das sieht jetzt besser aus. Hier ist immer noch Zombie-Gestöhne, das geht mir um den Sack. Das sieht jetzt besser aus. Hier haben wir so ein richtiges Aquädukt draus gemacht. Treppe gebaut. Das Vordach für die Schmiede gebaut mit dem Anvil da. Wie heißt das dort? Amboss. Ja, warte mal. Das ist. Ups. Das ist doch. Kinders. Das ist doch asymmetrisch, oder? Eins. Dann kommt der Pfosten. Eins. Nee, das passt. Nee, das passt. So laut. Und eine ordentliche Höhlentour gemacht. Und das nächste Mal, wie gesagt, wir haben jetzt ein Satchel. Das ist nicht viel, aber das sind 9 Inventarplätze. Die können schon sehr wichtig sein. Doch. Glaub's mir. So, ich habe hier irgendwie noch dieses komische Inferium-Essens in der Tasche. Das räume ich gerade nochmal weg. Dann esse ich nochmal ein Apfel. Dann habe ich noch 2 Äpfel. Was habe ich denn noch dabei? Sonst nichts. Dann nehme ich doch mal die Steaks mit, wenn ich die gerade gebraten habe. Ja, komm, ich nehme die Steaks. Aber wir haben ja auch noch Monster Jerky. Ja, sehr gut. Dann packe ich gerade noch die Inferium Essence weg. Die Eimer lasse ich mal im Inventar. Hätte ich jetzt in der Höhle nicht unbedingt gebraucht, aber dann. Ich hätte mal gucken können, ob die Spitzhacke Obsidian abbaut. Ich habe ja Lava gefunden. Naja, egal. Entschuldigung. Ich glaube, es wird Zeit aufzuhören, ja. Nee, gut. Dann nächstes Mal auf jeden Fall Haus machen. Das Haus neu machen und weißt du was? Komm, ich fange da schon mal ein bisschen mit an. Ich setze mich da selbst mal unter Druck, indem ich einfach das Dach abreiße. So bin ich nämlich. Fies zu mir. Da muss ich nämlich das nächste Mal was Neues machen. Das können wir gerade noch schnell machen. Und genau, wie gesagt, die Erzbeerplantage würde ich gerne machen. Erzbeerplantage. Schönes Wort. Da würde ich gerne mehrere Etagen haben, dass man in jeder Etage einen Erz hat. Und das eben, was ist denn das hier? Achso, das ist hier vorne, das hier. Ja, das passt schon. Und ich werde hier das Dach dann auch, wenn ich es neu baue, ich werde es zwar wieder aus Birke bauen, also aus hellem Holz, aber ich glaube, ich werde diese Dreiecke mal probieren.
dass das wirklich so eine Fläche ist und nicht halt so, naja, Stufen, sondern wirklich ein. Gucken, wie das aussieht. Wird bestimmt gut aussehen. Jo. Dann, wie gesagt, fange ich schon mal an, mich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, kann ich schon mal sagen. Wie gesagt, mache jetzt gerade noch das Dach weg. Dann ist nicht mehr ganz so spannend, aber dann haben wir das auch schon mal. Dann kann ich mir beim nächsten Mal überlegen, wie genau ich das eigentlich neu bauen möchte. Wie gesagt, ich glaube, ich nehme Andesit als Material für die Wände. Und als Dach und ja, Dach nehme ich weiterhin Birke. Und innen drin muss ich mal gucken. Innen drin muss ich noch mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall auch irgendwann mal eine bessere. Ich brauche auf jeden Fall auch noch mal eine bessere Axt, ne? Weißt du was? Die mache ich mir nochmal schnell, damit ich auch den Unterschied merke. Die mache ich mir jetzt nochmal ganz schnell. Ganz, ganz schnell mache ich die nochmal. Okay. Was brauche ich dafür? Ich brauche dafür einen Griff. Warte mal, ich gucke lieber mal. Eine Axt und zwar. Ne, ich mache erstmal eine einfache Axt. Okay, ja, alles klar. Also. Ich brauche Papier und ich brauche Knochen. Ich mache das Binding wieder aus Papier. Und das. Den Toolrod. Den Griff aus Knochen. Und den Kopf. Jetzt habe ich keinen Stein hier. Okay, ich muss aber ganz schnell nach Hause. Ich muss sowieso noch ganz schnell pennen. Und muss schon mal ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Hallöchen. Modify. Ich wollte eigentlich gerade aufhören. Ich mache nur noch schnell. Weißt du, kennst du das bei Minecraft? Ich mache nur noch schnell. Also ich habe eigentlich schon Tschüss gesagt. Aber ich mache noch eben schnell. Wie geht's dir denn? So, ich wollte Cobblestone holen. Ja, super. Ich wollte Cobblestone holen. So. Und zwar, ach komm, ich nehme einen Stack. Zack. Und dann die Stufen und den Krempel, den packe ich mal schon mal hier rein. Genau. Söhle. Ach, guck mal. Da planscht einer. Süß. Uns dreien geht's, glaube ich, ziemlich gut. Ja, ein bisschen kaputt. Alle außer mir sind, glaube ich, gerade am Knacken, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe jetzt. Doch, ich habe. Okay. Ich dachte eben, ich hätte schon wieder keinen Cobblestone. Was? Jetzt hab. Nein, jetzt habe ich einen. Wenn man nicht aufpasst. So. Cobblestone. Warte mal, hätte ich das nicht aus Ding machen können? Wahrscheinlich schon, egal. Ich brauche mein Aluminiumbrass. Ich mache mir eine Form. Ich packe Knochen wieder hier rein. Und das Papier auch. Das Papier ist alle, deswegen packe ich das nicht mehr da rein. Und dann packen wir das und das. Papier und Dinges, genau.
Und das hier dürfte jetzt verdampft sein, genau. Und jetzt mache ich mir eins aus Eisen. Geil! So, die Schablone kommt hier rein. Und dann gehen wir doch mal hier dran. Iron Hatchet. Ist die gut jetzt? Ich guck mal. Schauen wir mal. Ja. Macht ja auch Spaß. Ey, wurde echt mal wieder Zeit. Der Creeper ist weg. Okay. So, dann gucken wir mal, wie schnell hier die Axt ist. Das ist nicht die Axt, das ist der Axtkopf. Den kann ich hier gleich in meinen Müll schmeißen. Okay, nicht wirklich viel schneller, aber. Naja, obwohl doch ein bisschen. Gut, ist aber auch noch kein Redstone drauf, ne? So, den Axtkopf schmeißen wir gerade mal in Müll und tschüss. Ja, genau. Es muss echt immer mal wieder sein, so ist es. Und man baut immer wieder neu. Ich bin nämlich gerade dabei, hier mein Haus wieder abzureißen. Weil ich es nämlich anders haben möchte. Aber ich mache nur erstmal das Dach weg. Den Rest mache ich nächstes Mal. Wie gesagt, ich war eigentlich schon fertig. Ich habe eigentlich schon Tschüss gesagt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machst du das Dach noch weg. Dann hast du kein Dach mehr. Und dann musst du es beim nächsten Mal machen. So, weißt du, so. So, dann haben wir hier noch ein bisschen. Zack, zack, zack. Genau, da oben ist jetzt auch noch was. Dann muss ich wieder rein. Ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Genau, das hier noch weg. Das hier noch weg. Ja, das kommt noch öfters. Ja, definitiv. Aber irgendwas muss man ja am Anfang bauen und am Ende denkt man so, ach nee, ich hätte das gleich anders machen müssen. Es ist irgendwie immer so, aber wie gesagt, das ist halt auch der Spaß bei Minecraft. Und dass man es halt auch neu bauen kann. Ja, exakt. Ich habe jetzt auch mal angefangen mit diesen Schubladen zu arbeiten. Die finde ich auch ganz cool. Habe ich auch noch nie gemacht. Und ja, habe jetzt aber festgestellt, ich brauche hier einfach mal ein bisschen mehr Platz. Deswegen wollte ich noch eine Etage draufsetzen und wollte das Ganze auch aus Stein bauen und nicht mehr aus Holz. Deswegen kommt das alles weg. Ja, die sind ganz cool eigentlich. Du hast halt so verschiedene Varianten. Also es gibt so Vierer, es gibt so eine und je nachdem, wie groß die sind, also da passt jetzt zum Beispiel mehr rein und habe ich hier zum Beispiel Cobblestone. Ja, sind 408 Cobblestone drin oder hier Erde. 1824, ich weiß gar nicht, was das Maximum ist. 32 Stacks. 32 Stacks passen da rein und dann hast du hier halt, wie gesagt, so Vierer und da hast du dann, hier passen jetzt zum Beispiel 8 Stacks rein. Also 4 mal 8. Und dann gibt es auch noch so Zweier und so. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, ist halt irgendwie so eine Art Truhe mit Beschriftung direkt dabei. Und kannst das so ein bisschen logisch aufbauen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel hier oben die Saplings und dann die Stämme und dann das Holz. Da unten weiß ich nicht, was ich reinmache. Eigentlich habe ich nichts mehr. Genau. Habe ich mal mit angefangen. Dachte ich mir, gucke ich mir mal an. Du kannst halt immer gleich ganze Stacks rausnehmen, ohne die aufzumachen. Also du kannst die, glaube ich, auch aufmachen mit Shift-Rechtsklick. Nein, mit. Ach, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn mit Steuerung Linksklick kann man halt den ganzen Stack rausnehmen. Nee, kann man. Doch, den ganzen Stack rausgenommen, genau. Hier, zack. Und, ja.
Das ist super praktisch. Und dann gibt es auch noch so irgendwie so Upgrades, dass man mehr reinpasst, zum Beispiel. Und es gibt Upgrades, dass man irgendwie so sieht, wie viel drin ist, so ein Statusbalken, wie viel noch reinpasst und wie viel drin ist und so. Und ja, das ist schon cool. Okay, gut. Aber das Dach ist weg. Habe ich noch irgendwo Teile rumfliegen? Sieht nicht so aus. Alles klar. Dann würde ich sagen, mit dem Blick auf das kaputte Haus. Ah ne, warte mal, ich gehe mal da hoch. Damit man mal so einen Überblick hat zum Abschluss. Nochmal sieht, meine ganze schöne kleine Dorfding hier. Mit der Schmiede. Und den Feldern und dem Haus. Man kriegt es leider nicht auf ein Bild drauf. Schade, egal. Also dann. Ja, dir auch noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Reinschauen. Und ja, ich versuche jetzt mal so regelmäßig sonntags. Schaffe es wahrscheinlich nicht immer, aber ich versuche immer sonntags so ein bisschen. Nicht lang immer unbedingt, aber so ein bisschen, dass man so ein bisschen vorankommt. Und ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.